Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur 32. Folge von meinem kleinen Strick-Podcast hier. Ich bin Stefanie und ich bin multikreativ. Und das werdet ihr heute wieder sehen, weil ich verschiedenste Dinge gewerkelt habe. Und steigen wir gleich mal ein. Ne? Also dies ist eine Dauerwerbesendung, weil ich Marken nenne und Dinge in die Kamera halte. Und das könnte euch dazu verführen, die auch zu kaufen. Und deshalb nennt man das Werbung. Grundsätzlich wisst ihr, ich habe gar nichts gegen mich. Ich bin ein Fan von Werbung. Und ich habe kürzlich eine Werbung gesehen. Die gibt es auch auf YouTube und ich verlinke euch die unten. Weil das ist der absolute Hammer. Ich habe lachend, wirklich laut gelacht, als ich es gesehen habe. Und zwar, wer es vielleicht weiß, die neue Perwoll-Werbung. Genial gemacht. Ich finde es einfach klasse, wenn Werbung sich selbst auf den Arm nimmt. Das ist einfach, ich finde das toll. Also, es gibt doofe Werbung, was weiß ich, Karglas repariert, Karglas, was weiß ich. Oder Seitenbacher Müsli, das sind Werbungen, die braucht wirklich die Welt nicht, aber sie sind ja irgendwie auch Kult. Aber gut gemachte Werbung finde ich klasse. Also meine Lieblingswerbung, All-Time-Lieblingswerbung sind wirklich diese Haribo-Werbespots, wo die mit den Kinderstimmen sprechen. Und meine Lieblingsfolge davon ist wirklich, wo diese zwei am Zaun stehen und der eine vorschlägt, einen roten Gummibär einzugraben und dann kommt ein roter Gummibärbaum und der andere meint, das ist die beste Idee, die ich je gehört habe. Es ist so toll, die Werbung. Ja, aber die Perwoll-Werbung, ich verlinke sie euch unten. Guckt sie euch mal an. Es ist wirklich, ich habe so lachen müssen. Ich fand die so genial. Ja, kleine Abstecher zum Thema Werbung. Wenn ihr hier lauter so kleine glitzernde Pünktchen rumfliegen seht, nein, ich habe keinen Glitzereffekt eingefügt. Es ist Feenstaub. Natürlich, was denn sonst? Feenstaub. Okay, manche Leute könnten auch behaupten, es wäre staubig hier im Zimmer. Und ich habe ein bisschen Sessel rumgeschoben, bis ich eine Position gefunden habe, wo ich nicht überbelichtet bin. Aber nein, ich sage, es ist Feenstaub. Nehmt es als Feenstaub, ja? Und zum Thema Unordnung, Chaos. Hier sind Projekte von mir. Das ist mein Regal, wo die ganzen Wips und UFOs und sowas sind. Ist also keine Unordnung. Und da hinten, das sind meine ganzen Tücher und so weiter, ist auch keine Unordnung. Es ist keine Unordnung. Es ist ein gepflegtes Chaos. Ein staubiges Chaos. Ich gebe es zu. Ein feenstaubiges Chaos. Ich habe wieder mein schönes T-Shirt an. Komme, was wolle. Ich schaff das. Ihr könnt es leider nur verkehrt rumlesen, aber es ist toll. Ich liebe es. Ich liebe auch diese Farbe. Es ist Frühling. Es passt. Die Sonne scheint. Ich habe eben schon einmal versucht, das hänge ich vielleicht am Ende dran. Mein erster Versuch aufzunehmen scheiterte daran, dass ich erleuchtet war. Ich hänge es am Ende dran. Könnt ihr euch freuen, eine erleuchtete Stefanie zu sehen? Steffi? Stefanie? Also ich heiße eigentlich Stefanie, aber seit meiner Kindheit werde ich meistens Steffi genannt. Mittlerweile ist mir Stefanie eigentlich lieber, aber Steffi ist auch in Ordnung. Steffi, Stefanie, ich höre auf alles. Auf Alte, was weiß ich. Schnepfe, Nudel, keine Ahnung, nennt mich wie ihr wollt. Okay, vielen Dank für eure lieben Kommentare. Es sind ein paar Abonnenten dazugekommen, aber ich habe auch welche verloren und unterm Strich habe ich jetzt einen Abonnenten weniger als beim letzten Mal. Keine Ahnung, egal. Die da sind, die liegen mir sehr am Herzen und Reisende soll man nicht aufhalten. Eure lieben Kommentare, ganz toll. Ich habe ganz tolle Tipps bekommen zum Thema, was ich mit der Kaschmir-Merino-Wolle stricken könnte. Da war nicht das Richtige dabei, aber ich zeige euch jetzt direkt mal. Ich habe nämlich gestern Abend was gefunden und ich glaube, das wird es. Und zwar, guckt mal hier, ist das nicht ein Traum? Und zwar ist das der Craig Nadun Scarf von Kate Withing
Whitting Designs. Manche von euch kennen ja die Serie Outlander. Und also dieser Schal ist nachempfunden dem Schal, den Brianna getragen hat, als sie mit Claire und Roger zum Craig Nadun gegangen ist. Und ja, ich denke, das passt. Ist eine Kaufanleitung, kostet 6,66 englische Pfund. Da steht jetzt nicht dabei, was es in Euro ist, aber ich denke, irgendwie wird es schon passen. Keine Ahnung. Ich denke, es wird unter 10 Euro, aber ich zeige es euch nochmal. Ich finde es so schön. Also, das ist irgendwie so ein Zopfmuster. Warte mal, da ist noch ein Bild. Das muss ich euch noch zeigen. Das finde ich nämlich ganz toll. Und zwar, guckt mal hier. Wie schön, oder? Wenn man das so tragen kann, finde ich super klasse. Ja, ich denke, den werde ich da draus stricken. Und ja, aber eure Tipps, dass ihr mitgedacht habt, Dankeschön. Ein Kommentar war ganz nett, der bezog sich darauf, auf diesen Trick von meiner Schwester, den Pullover, wenn man die Ärmel strickt, in einen Beutel zu tun, damit man nicht so ein Gewurstel hat. Sie meinte, man könnte auch immer nur hin und her drehen. Ja, ist eine Möglichkeit. Absolut. Ich weiß gerade nicht mehr, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wer den Kommentar geschrieben hat. Aber Dankeschön. Danke für den Tipp. Man kommt ja manchmal nicht auf die einfachsten Dinge, nicht wahr? Ein anderer Kommentar. Da möchte ich allen danken, die auch darauf reagiert haben, darauf geantwortet haben. Ich habe ja auch direkt darauf geantwortet. Ich nehme an, dass diese Person jetzt nicht mehr zuguckt. Wenn doch, darfst du dich gerne melden. Aber jetzt nicht mehr abonniert hat. Vielleicht hatte sie mich sowieso nie abonniert und hat nur einmal reingeguckt. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Da ging es um die Hunde und ich solle doch den Hund oder die Hunde aussperren, wenn ich Podcast aufnehme. Und da ist meine Antwort ganz klar, nö, mache ich nicht. Bei uns ist es so, also für mich ist es ganz klar, dass man auch oft, wenn Leute über ihre Hunde erzählen, man kann unterscheiden für mich und ich kann gar nicht mal sagen, woran ich das im Einzelnen festmache, sondern das ist mehr so ein Eindruck, den ich habe. Es ist so, dass bei manchen Menschen der Hund ein Haustier ist. Bei uns sind die Hunde keine Haustiere, sondern es sind Familienmitglieder. Und Familienmitglieder schließe ich nicht aus. Nein. Also ich habe meinem Mann und meinen Kindern sage ich, ich nehme jetzt Video auf. Dann wissen die von selber, dass sie mich nicht stören sollen. Beziehungsweise schleichen sich nur leise in die Küche. Das kann ich von den Hunden ja nicht erwarten. Die Hunde sehen nur hier, dass ich vor mich hinrede und gestikuliere und da fühlen sie sich angesprochen. Jetzt liegen sie übrigens beide ganz brav hier. Rufus schläft tief und fest. Edgar liegt auch auf seinem Teppich. Vielleicht zeigen sie sich nachher mal. Sie sind aber mit hier im Raum. Klar, dass die Hunde immer mit hier in diesem Raum sind, wirkt natürlich auch, dass hier so viel Feenstaub rumfliegt, ne? Die bringen natürlich auch eine Menge Feenstaub hier rein. Also ich sag mal so, das ist hier einfach so. Und deshalb sind auch an meinen Stricksachen überall immer Hundehaare dran. Aber als Hundemensch ist man ja auch nicht komplett angezogen ohne Hundehaare. Das ist ja auch mehr so Glitzer. Das ist Hundefeenstaubglitzer. Das gehört einfach dazu. Ist normal. Braucht man sich nicht drüber aufregen. Und wen das stört, der braucht von mir ja nichts zu kriegen oder nichts mit mir zu tauschen oder sonst irgendwas. Mich hat jemand angeschrieben wegen einem Tauschpaket. Da melde ich mich noch. Keine Sorge, ich weiß gerade deinen Namen nicht mehr im Kopf, aber da antworte ich noch drauf. Ja, Tauschpakete finde ich ja immer nett. Muss man halt immer gucken, auf was man sich einigt. Also Katrinchens Kirschblüte macht ja auch immer Tauschpakete, aber die sind mir ein bisschen, das ist mir teilweise etwas zu üppig. Also das ist ja, wenn sie dann eine halbe Stunde Video macht, um das auszupacken, das ist toll und wenn alle Beteiligten das so wollen, wunderbar.
Aber ich möchte meine Schauspielkette eher in so einem kleineren Rahmen. Das ist auch okay dann, finde ich. Ja, das war's, glaube ich, an Hausmeisterei. Was ist sonst noch? Ja, wie gesagt, also vielen, vielen Dank, ne, für die Kommentare, vielen Dank für die Likes, für die Däumchen und für alle, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen. Für alle, die gegangen sind, gute Reise. Aber die werden das ja jetzt nicht mehr sehen. Ist alles okay. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich habe einige fertige Projekte. Und ich habe aber, glaube ich, mindestens genauso viel neu angeschlagen. Ich habe einiges neu angeschlagen. Zwei Großprojekte neu angeschlagen. Aber ich habe zwei Großprojekte fertig und habe zwei Großprojekte neu angeschlagen. Das ist ja okay. Trinken, Prost. Ich habe heute keinen Tee, sondern ich habe heute trübes Wasser. Übrigens, das erste Glas trübes Wasser beim Aufbauen hier flog dieses erste Glas trübe Wasser hier durchs Zimmer. Das hat aber am Staub auch nichts, am Feenstaub auch nichts geändert. Es war nicht genug Wasser, um den Feenstaub zu binden. Aber ich musste dann erstmal putzen. Es polterte, weil das Glas runterfiel. Gott sei Dank ist mein Lieblingsglas. Guckt mal, da steht Wasser in ganz vielen verschiedenen Sprachen drauf. Das hat mal 1 Euro gekostet im 1-Euro-Regal. Gott sei Dank ist dieses Glas nicht kaputt gegangen. Das ist nämlich wirklich mein Lieblingsglas. Ja, mit meinem dicken Hintern habe ich es halt vom Tisch gestoßen beim Rumrödeln. Bei dem Versuch, eine Position hier zu finden, wo ich nicht überbelichtet bin. Es polterte dann fürchterlich und ich war laut am Fluchen und am Schimpfen. Und meine Tochter kam dann runter. Was ist passiert? Was ist los? Und ich sagte, ja, Wasserglas runtergefallen, bah, 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 schimpf, schimpf, schimpf. Und dann meinte sie, sie hätte sich Sorgen gemacht, weil sie gepoltert hat. Ich sagte, hast du mich nicht fluchen hört? Dann meinte sie, nee, dann wäre sie ja nicht runtergekommen, weil dann hätte sie ja gewusst, dass alles in Ordnung ist. So geht das hier zu. Warum ist dieses Wasser so trüb? Da ist Zitronensaft drin. Es ist einfach Mineralwasser mit Zitronensaft. Weil, ja, ich muss unbedingt abnehmen. Unbedingt. Es geht nicht. Also ich habe so Probleme mit meinen Füßen und mir tun mittlerweile die Hüften weh. Das ist gar nicht gut und oh nee. Also mein Körper schreit einfach danach. Mein Körper schreit mich täglich an, du bist zu fett. Und es ist wirklich, also nein, ich fühle mich einfach nicht wohl. Und ich muss jetzt was machen. Ich habe 3 Tage Haferkur hinter mir. Und da kommen wir nämlich, bevor wir zum Strickzeug kommen, möchte ich euch nämlich kurz erzählen. Manche von euch kennen vielleicht diese Sendung auf NDR, die Ernährungsdocs. Die sind sehr gut. Das ist eine sehr gute, informative Sendung. Die haben immer pro Folge 2 oder 3 Fälle, die eben von einem Ärzteteam, das sich auf Ernährungsmedizin, Ernährung spezialisiert hat, betreut werden und auf sie zugeschnitten eine Ernährungsumstellung bekommen. Und das ist wirklich sehr spannend. Da gibt es auch eine Webseite, die Ernährungstalks, die verlinke ich euch unten. Erstens kann man da die ganzen Folgen angucken. Wobei im Folgentitel immer drinne steht, welche Krankheiten da behandelt werden. Also was weiß ich, Bluthochdruck, Neurodermitis, sonst was, ja. Und die arbeiten also sehr viel so mit Entzündungshemmenden. Also es gibt Lebensmittel, die Entzündungen fördern und es gibt Lebensmittel, die Entzündungen hemmen und so weiter. So, und es gibt jetzt ganz neu, höre ich mir auf Spotify an, einen Podcast, die Ernährungsdocs, wo immer zu einem Thema einer dieser Ärzte oder ist auch eine Ärztin dabei, interviewt wird. Und gleich die erste Folge war mega spannend und ich habe das direkt mal umgesetzt. Und zwar ging es dabei um Diabetes und um die Haferkur. Haferkur bedeutet, 3 Tage lang gibt es nur Hafer zu essen, mit Wasser eingeweicht oder aufgekocht, eventuell mit ein bisschen Brühe. Man kann ein bisschen Obst oder Gemüse zufügen. Und also in dem Podcast hat der auch gesagt, man kann auch Eiweiß hinzufügen. Das heißt, man kann zum Beispiel die Haferflocken mit Ei braten, was sehr lecker ist. Das haben wir gemacht. Meine Tochter hat nämlich mitgemacht.
Oder man kann eben auch zum Beispiel Kidneybohnen oder Linsen oder so zufügen als Eiweißquelle. Das ist in Ordnung. Das haben wir auch einen Abend gemacht. Dass wir so, und es geht über 3 Tage. Und es ist so, dass es so wirkt, dass es das ganze Blutzuckersystem zur Ruhe bringt. Also hört euch den Podcast an, wenn ihr die Hintergründe wissen wollt. Ich will jetzt hier keinen medizinischen Podcast draus machen. Es ist wirklich, also es funktioniert wohl wirklich und es bringt eben dieses ganze Blutzuckersystem mal zur Ruhe. Und es ist so, dass wer Diabetes hat, zum Beispiel nach dieser Haferkur, sein Insulin fast halbieren kann, was er spritzt. Also das bringt wirklich ganz viel und diese Wirkung von dieser Haferkur hält 4 bis 6 Wochen an. Das ist echt super. Und da ich ja auch einfach, ich habe zwar keinen Diabetes, aber ich merke halt, dass ich, wenn ich viel Kohlenhydrate esse, dass mein Blutzuckerspiegel wirklich hoch und runter geht. Und das ist ja diese Heißhungerattacken, die haben ja damit zu tun, dass der Blutzuckerspiegel runtergeht und abfällt. Und weil Insulin ausgeschüttet wurde, dann geht der runter. Dann schreit der Körper nach Nahrung, dann isst man was, dann geht der Blutzuckerspiegel wieder hoch und so weiter. Und dieses Auf und Ab, das ist einfach nicht gut. Das bewirkt eben diese Heißhungerattacken und so weiter und diese Gier nach immer mehr Kohlenhydraten und so weiter. Was, ne? Was genau dieses hier bringt. Und ja, und ich habe einfach gedacht, okay, super. Also es wirkt sich wohl auch auf den Blutdruck aus, was ja mein Problem ist. Ich habe ja Bluthochdruck. Und ja, ist einfach gut geeignet so als Umschalttage quasi. So für einen Neueinstieg in die Diät. Ja, und dann haben wir das, haben meine Tochter direkt gesagt, ja, macht sie mit, obwohl sie es jetzt figurmäßig nicht nötig hat, meiner Meinung nach. Sie ist anderer Meinung. Aber sie ist immer offen für solche Experimente. Und dann haben wir das zusammen gemacht und das war schon, ja, gut. Also ich habe aus meiner Kindheit so ein bisschen Porridge-Trauma. Also meine Mutter hat immer diese zarten Haferflocken sich in Milch aufgekocht und das gegessen. Das liebte sie. Und ich erinnere mich, dass ich musste das auch manchmal mitessen. Im Nachhinein weiß ich einfach, das lag einfach daran, wir hatten wirklich sehr wenig Geld und vielleicht war dann einfach kein Geld für was anderes da. Aber Haferflocken und Milch waren halt da. Also irgendwie muss das Kind ja essen, also bekam ich das. Und ich erinnere mich an einen Horrornachmittag, wo ich wirklich einen ganzen Nachmittag vor so einem Teller von dieser Haferflocken-Milchsuppe saß und bei jedem Löffel würgen musste. Und meine Mutter hat es aber, wollte es erzwingen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich lieber mehrere Mahlzeiten am Tag koche und jedem was anderes koche, wenn es sein muss, 4 verschiedene Sachen koche, weil grundsätzlich von klein auf meine Kinder mussten nie irgendwas essen, was sie nicht mochten. Und ich esse auch nichts, was ich nicht mag. Punkt. So, und deshalb war das natürlich für mich jetzt mit der Haferkur eine Riesenherausforderung. Aber ich muss sagen, also wir haben auch den einen Abend dann quasi eine Haferflocken-Gemüsesuppe gemacht. Also Haferflocken in Gemüsesuppe aufgekocht und in Gemüsebrühe aufgekocht und viel Gemüse rein und Kidneybohnen rein und das schön gewürzt mit Kräutern und ein bisschen Pfeffer und ja, durch die Gemüsebrühe war ein bisschen. Das konnte man essen. Es war jetzt nicht das absolute kulinarische Highlight, aber das war durchaus essbar. Und auch morgens, zum Frühstück haben wir uns immer diese Overnight Oats gemacht. Das heißt, ich habe Haferflocken abends mit Zimt und Kurkuma in Wasser eingeweicht und das haben wir morgens gegessen und haben da Heidelbeeren reingemacht. Also Heidelbeeren haben wenig Zucker, das sind ja super gesund, ist ja das absolute Superfood Heidelbeeren. Und das ging, also für meine Tochter war es sehr schwer, also die hat das kaum runtergekriegt. Die ist mit Konsistenzen beim Essen sehr empfindlich. Also ich konnte das ganz gut essen. Das war, also diese 3 Tage Haferkur konnte ich durchziehen. Was wirklich lecker war, war eben diese gebratenen Haferflocken mit, also Haferflocken, also Ei verquirlen, dann die Haferflocken in diesem Ei ein bisschen aufquellen lassen und dann ein bisschen Gemüse klein geschnitten dazu. Wir haben also Stangensellerie klein geschnitten und ein bisschen Zwiebeln angedünstet und dann dieses Ei mit den Haferflocken gebraten, schön kross angebraten.
Das konnte man gut essen. Das war lecker. Schön, auch ein bisschen gewürzt und so. Also das ist etwas, was ich definitiv in meine Ernährung übernehmen werde. Was es bestimmt zwei, dreimal im Monat gibt. Und ich habe vor, also wirklich vielleicht einmal im Monat oder so, diese 3 Tage Haferkur zu machen. Oder immer, oder zumindest mal einmal im Monat mindestens einen Tag pur mit Hafer zu machen. Das war eine gute Sache. 2,5 Kilo sind dabei weggegangen. Das ist natürlich wahrscheinlich überwiegend Wasser gewesen. Aber trotzdem, ich fühle mich gut nach den 3 Tagen. Heute durfte ich wieder normal essen. Was mir gefehlt hat, war der Kaffee, weil ich trinke ja mal Cappuccino mit Hafermilch. Das war natürlich, ging natürlich nicht. Also, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn ich eine Haferkur mache, kann ich Hafermilch trinken, aber die Hafermilch ist, da ist kein Zuckerzusatz drin, aber durch den Produktionsprozess ist natürlich trotzdem Zucker drin, der sich einfach im Produktionsprozess aus dem Hafer bildet. Und deshalb ist eine Haferkur auch kein Zucker, keine Hafermilch angesagt. Sonst hätte ich natürlich meine Haferflocken über Nacht in Hafermilch einweichen können, dann wäre das Frühstück leckerer gewesen. Nee, war nicht. Also ich habe den ersten Tag habe ich ganz auf Kaffee verzichtet und am zweiten und dritten Tag habe ich dann schwarzen Kaffee getrunken und mein Mann hat mir dann doppelten Espresso jeweils gemacht einen und ich habe den wirklich in wenigen Schlucken wie Medizin runtergekippt, weil hat nicht geschmeckt. Nein, also ich liebe meinen Cappuccino. Heute Morgen habe ich wieder Cappuccino getrunken, aber ohne Zucker. Also ich lasse jetzt den Zucker weg. Und zum Frühstück habe ich einen Becher Hüttenkäse mit einem Teelöffelchen Ahornsirup und Granatapfelkernen. Mein Sohn hat gestern einen Granatapfel geschlachtet und dann macht er immer, er nimmt es, er liebt es, während er Videos guckt, baut er den auseinander und macht die Kerne raus und dann teilen wir die Kerne. Also er isst die Hälfte und die andere Hälfte habe ich bekommen. Und ich habe die heute Morgen mit meinem Hüttenkäse gemischt und ein paar Nüsschen dazu. Das war mein Frühstück und ich bin pappensatt. Und habe mich jetzt also gegen Tee mit Hafermilch entschieden. Den trinke ich heute Nachmittag. Und trinke jetzt Mineralwasser mit ein bisschen Zitronensaft. Also wirklich nur so zwei, drei Spritzer Zitronensaft aus der Flasche. Sehr lecker. Gut, also Ernährungsdocs verlinke ich euch unten, kann ich einfach sehr empfehlen. Ich finde es unglaublich, was man mit der Ernährung machen kann, was gesunde Ernährung bewirken kann. Und das Schlimme ist, und das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm, und da könnte ich mich so wirklich in meinen Allerwertesten selber beißen, wenn ich denn so gelenkig wäre und dran käme, was nicht der Fall ist. Aber ich weiß das alles. Ich weiß es. Also ich habe ja 2012 habe ich mal in 4 Monaten 24 Kilo abgenommen mit Intervallfasten und sehr viel Sport. Und ich, na, nicht Intervall, nein, Moment, stopp, nee. Damals habe ich noch kein Intervallfasten gemacht, aber ich habe Low Carb gemacht, genau. In 4 Monaten 24 Kilo mit Low Carb und sehr viel Sport. Damals konnte ich noch joggen. Das würde ich mir jetzt heute nicht mehr zutrauen, hauptsächlich weil das mein Beckenboden nicht tolerieren würde. Müsste ich also eine Windel anziehen zum Joggen, das wäre auch unschön für alle Beteiligten. Unangenehm, nein. Also ich weiß und ich habe auch schon mal danach, als ich wieder zugenommen hatte, auch noch mal wirklich gute Erfolge gehabt mit der Kombination aus Intervallfasten und Low Carb. Und ich weiß es aus Erfahrung, dass diese Kombination von Intervallfasten und Low Carb mir unheimlich gut tut. Also ich fühle mich damit sauwohl. Aber man hat ja so einen kleinen Saboteur in sich. Nennt man auch den inneren Schweinehund. Und der liebt leider Kohlenhydrate. Der liebt alles, was süß ist. Der liebt Kekse, der liebt Kuchen, der liebt Schokolade. Und bei mir ist das so ein bisschen Teufelskreis. Wenn ich irgendwie nicht gut drauf bin, dann esse ich Mist. Und wenn ich Mist esse, bin ich nicht gut drauf. Ja, ist nicht gut.
Deshalb Haferkur zum Umschalten. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder auf der richtigen Spur. Ich habe jetzt heute nicht Intervallfasten gemacht, weil ich mich heute Morgen jetzt einfach nach den 3 Tagen unendlich auf ein Frühstück und auf meinen Cappuccino mit Hafermilch gefreut habe. Ja, aber ab morgen Intervallfasten. Das heißt, es gibt ab morgen kein Frühstück. Es gibt nur Mittagessen und Abendessen. Und nachmittags zwischendurch als Snack einen kleinen Cappuccino ohne Zucker. Mit Hafermilch ohne Zucker. Ohne was dazu. Das wird die Herausforderung. Was heißt, eventuell werde ich mir ab und zu vielleicht mal ein einzelnes Knäckebrot mit ein wenig Honig gönnen oder so. Also es ist irgendwie auch sowas, aber das ist natürlich jetzt verhaltenstechnisch irgendwie. Das ist. Ich sage mal, ich mag meinen Cappuccino nicht so trocken runterwürgen. Ich mag einfach gerne was essen zum Cappuccino und am liebsten natürlich was Süßes. Mal schauen. Wir werden sehen. Ich werde weiter berichten und ich hoffe, dass ich jetzt auch den Einstieg wieder ins Yoga kriege. Ich muss mir jetzt doch wieder diese Yoga-App, glaube ich, runterladen, weil das so ein 31-Tage-Programm ist und da hat man irgendwie mehr so den Drive, das jeden Tag zu machen. Ich muss mal gucken. Tretet mir in den Hintern. Los, in den Kommentaren. Ich will ganz viele Tritte kriegen. Aber jetzt. Jetzt geht's mit dem Stricken los. Mit dem Gestrickten. Mit meinen fertigen Projekten. Und zwar, wir haben schon eine halbe Stunde und ich habe noch nichts gezeigt, ne? Außer die Tücher, die ihr im Hintergrund seht. Ja, fangen wir mal zuerst mit dem an. Der V-Schal oder V-Schal von Chris Berlin. Habe ich euch letztes Mal auch gezeigt. Da war er noch nicht fertig. Und da habe ich ein bisschen rumgejammert, wie langweilig dieses Projekt ist. Wie langweilig. Ja, lasst euch überraschen in Folge. Im Rahmen dieser Folge kommt noch eine Überraschung. Langweilig. Ja, aber nicht langweilig genug offenbar. So, ich zeige ihn euch jetzt fertig. Er ist fertig. Fertig, fertig, fertig. Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein Traum? Ja. So. Und euch wird jetzt vielleicht auffallen, da ist eine Eichhornkante dran. Und zwar gegen gleich. Diese Idee kam mir schon während ich daran arbeitete, weil mich diese offene Kante einfach gestört hat. Ich bin einfach ein Fan von I-Cord. Was halt hier ist an der Spitze, habe ich wohl nicht genug Maschen aufgenommen. Da ist es so ein bisschen, da hätte ich ein paar mehr Maschen für den I-Cord aufnehmen sollen. Das ist so ein bisschen doof geworden. Aber dafür wollte ich den I-Cord jetzt auch nicht mehr aufmachen. Das wisst ihr ja, dass das blaue Garn mir nicht gereicht hatte und ich da dann noch von Supergarn, ihr seht, da sind überall Hundehaare dran, von Supergarn gekommen, die noch die Wolle einfügen musste. Und wenn ihr hier mal guckt, ja, das Garn hat auch nicht ganz gereicht. Da musste ich dann auch noch was. Und da habe ich einen Rest von meinem Schollographie. Das fuchsiafarbene Garn von meinem Schollographie. Ich fand, das passte ganz gut. Das habe ich da eingefügt. So. Und jetzt zur Passform. Das Tuch ist einfach der Hammer. Und das ist ja das ist der V-Schal von Chris Berlin. Berlin, wie gesagt, ich verlinke es euch unten. Und das ist die mittlere Größe, die ich hier gestrickt habe. Gucke ich gerade, ich zeige euch sogar verkehrt rum, ne? Aber seht ihr, die Kante ist so, wo der Faden rumgenommen ist, ist so eine saubere Kante. So rum ist er natürlich richtig, ne? So rum ist es richtig. Ja, so ist es richtig. Ja, das ist die mittlere Größe und es ist schon wirklich super, ne? So, ich zeige euch mal, wie das aussieht, wenn ich es anziehe. So. Und das Coole ist ja, wenn ich den so anziehe, guck doch mal, dann ist die eine Seite rot und die andere Seite ist blau. Ist das nicht mega? Ist das nicht? Und dann kann ich es natürlich auch so ein bisschen so drehen. So. Dann ist hier nur noch so ein bisschen blau hier.
Oder ich kann es auch so, wenn ich das mehr, wenn mir mehr nach Blau ist, dann ziehe ich es halt so an. So, aber ich finde dieses Half and Half. Hey, ich habe auch ein Half and Half. So, finde ich sehr cool. Das sieht doch gut aus, oder? Also ich finde die Farbzusammenstellung immer noch so toll. Ich bin nach wie vor absolut begeistert davon. Gerade weil die auf den ersten Blick so überhaupt nicht zusammenpassen, diese Garne. Es ist wirklich ein Kontrast. Ich finde es klasse. Und was das ganz Tolle an diesem Tuch ist, also so kann man das ganz normal als Halstuch tragen. Aber jetzt passt mal auf, wenn ihr das so als Schultertuch tragt, guckt doch mal. Da rutscht nichts. Da rutscht einfach nichts. Das bleibt einfach durch die Form so wunderbar auf den Schultern. Und das ist doch absolut cool, oder? Ich lasse das jetzt einfach mal so an. Stört euch das mit dem Orange? Nö, ich finde, das sieht jetzt auch nicht schlimm aus. Das geht. Das passt. Ich finde nicht, dass sich das beißt. Beißt sich das? So. Dann beißt nichts mehr. Schluss mit der Beißerei. So, aber ich fand, das beißt sich nicht. Wir lassen es mal so. Ja. Wunderschönes Tuch, ne? Einfach wirklich Anfängerprojekt, glatt rechts gestrickt. Ist eine Kaufanleitung. Ja, ich habe schon gehört, dass manche Leute sagen, braucht man doch nicht kaufen, kann man doch selber drauf kommen. Ja, kann man. Aber also, ich freue mich drüber und mir war es das Geld wert, die Kaufanleitung. Ach, ich bin so begeistert. Und ich finde es so toll, dass ich ergänzende Garne gefunden habe, die farblich so gut passen. Super. Ja, das ist das erste fertige Projekt und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Hallo, jetzt wird Frühling. Kann denn bitte bald wieder Winter werden? Nee, natürlich nicht. Nein, nein, ich freue mich auf Frühling. Aber ich freue mich jetzt auch schon wieder auf den Herbst, weil ich dann diese Tücher tragen kann. Aber es ist ja auch im Sommer mal. Ach, da ist einem ja auch mal kühl, gell? So, dann das zweite Großprojekt, was fertig geworden ist. Wer auf Instagram mir folgt, hat es schon gesehen. Gestern. Ich habe gestern gepostet. Er ist schon letzte Woche irgendwann fertig geworden, aber wir sind gestern erst dazu gekommen, Fotos zu machen. Quadrangle Spires von Steven West. Er ist fertig. Guckt euch, das ist die Mitte. Und das ist so. Er ist also auch schon gebadet. Nicht geblockt, sondern einfach nur glatt zum Trocknen ausgelegt. Da ist der eine Schnuddel und da der andere. Und das Teil ist einfach nur riesengroß. Guckt euch das mal an. Es ist wirklich. Also dieses Teil hat wirklich den Namen Schlenket verdient. Also das hat ja der Steven. Ich weiß nicht, ob der Ausdruck von Steven West kam, aber in seinem. Auf seiner Seite sieht man diesen Ausdruck öfter, eine Schlenket. Das heißt, eine, na, man muss die Mitte auch finden. Ne? Ach, ich muss meine Mitte finden. Nein, ich muss die Mitte von meinem Schal finden. Wo ist denn die Mitte? Naja, irgendwie so. Da ist die Mitte. Da ist die Mitte. So, jetzt. Jetzt haben wir die Mitte gefunden. Ah ja, guck mal, da muss ich die Löcher hier haben. Gut, okay, jetzt habe ich es verstanden. Also dieser Ausdruck Schlenket, nämlich eine Mischung aus Shawl and Blanket, also Schal und Decke. Und es ist wirklich, also das ist mehr so, es ist fast wie eine Decke, ne? Es ist doch der absolute Knaller, dieses Ding. Guckt euch das an. Ja, ich habe ihn gestern gewogen, weil auf Instagram jemand nach dem Gewicht gefragt hat. 514 Gramm wiegt er. Und davon sind 300 Gramm, also wirklich drei Knäuel bis auf einen kleinen Rest, das dunkelblaue Garn. Und das war von einer Aktivsockenwolle von Supergarne kommen, das dunkelblau. Und das habe ich kombiniert mit Garn, mit Farbverlaufsgarn von Schachenmeier. Also es ist rein aus Sockenwolle und es ist aber super weich, es ist super kuschelig, es ist so toll und es ist so schön. Guckt mal, es ist so toll.
Gott, ich liebe es, dieser Farbverlauf, das sieht so toll aus. Ich bin selber total begeistert. So, und jetzt sage ich euch was, dieses Ding sieht spektakulär aus. Kann man nicht anders sagen. Das ist der absolute Hammer. Das ist ein Tuch mit völligem Wow-Effekt. Aber es ist ein Anfängerprojekt. Es ist völlig easy peasy zu stricken, Pillepalle. Wer rechte und linke Maschen stricken kann, kann dieses Tuch stricken. Das Einzige, ihr braucht Geduld und Durchhaltevermögen. Es ist nämlich eine Fleißarbeit. Es ist viel zu stricken. Ich sag mal, etwas über 500 Gramm Wolle wollen erstmal verstrickt werden. Und es ist nicht abwechslungsreich. Es sind immer die vier gleichen Reihen, die gestrickt werden. Und wenn ihr hier nicht ab und zu mal zwischendurch Garn wechselt, wird es total langweilig. Also das ist das Einzige, was man da an Negativen drüber sagen kann und wo vielleicht, was vielleicht eine Herausforderung ist. Aber von der Technik her, Leute, rechte Maschen, linke Maschen, Hebemaschen, MR, also Make One Right, Make One Left, das sind die Zunahmen. Slip, Slip, Knit sind die Abnahmen, die drin vorkommen. Das war's. Das war's. I-Cord, ja, I-Cord. I-Cord Rand, I-Cord Anschlag, Maschen aus dem I-Cord aufnehmen. Ja, das ist vielleicht das Einzige, was ein bisschen knifflig ist. Aber das ist machbar. Das ist kein Hexenwerk. Dieses Teil ist, ich sage, es ist ein Anfängerprojekt. Es ist ein Anfängerprojekt. Es ist so einfach zu stricken. Es ist wirklich, es war keine Kunst. Aber es ist toll. Es war keine Kunst, es zu stricken, aber es ist ein Kunstwerk geworden. Und ich danke dem Herrn Stephen West ein weiteres Mal für seine Genialität, dass er so etwas schaffen kann. Und ich füge hier jetzt noch mal ein kleines Video ein. Diejenigen, die nicht auf Instagram sind, dass sie die Bilder, die wir gestern gemacht haben, auch noch sehen. Hier kommt ein. Gut, weiter geht es mit Socken. Ich habe ein paar Socken fertig. Ich trinke erstmal noch mal einen Schluck. Mund ist trocken. Prost. Und zwar habe ich ja, ich stricke ja Kolleginnen Socken, genau. Socken für meine Kolleginnen. Da haben die ja den Gutschein zu Weihnachten gekriegt. Und eine meiner Kolleginnen hat mich gebeten oder hat mir den Auftrag quasi erteilt, ob ich nicht für ihren Bruder ein paar Socken stricken könnte für in die Arbeitsschuhe mit extra langem Schaft. Größe 44. Und ich hatte aus dem Opal-Abo hatte ich noch zwei Knäuel in Männerbund. Und zwar zwei gleiche Knäuel. Das heißt, ein Knäuel liegt jetzt noch, weil ein Knäuel habe ich fast komplett verbraucht für dieses Schätzchen. Sind die nicht schön geworden? Also, ich mag diese ganz klassischen Sockenwollen mit diesen verschiedenen Mustern. Größe 44, eine verstärkte Herzchenferse, eine Bandspitze. Das Bündchen ist, glaube ich, einfach nur zwei rechts, zwei links. Ja, sieht so aus. So, und der Musterstreifen, der geht über 12 Maschen. Ach ja, hier rundherum habe ich drei rechts, eins links, damit das so ein bisschen elastisch ist und ein bisschen sich zusammenzieht. Und hier der Musterstreifen geht über 12 Maschen. Das ist eigentlich nur ein Flechtmuster aus 5 Maschen mal 6 Reihen kraus rechts und Rippenmuster. Also das sind einfach nur Rechts-Links-Maschen, das ist nach keiner Anleitung, das habe ich mir einfach selber so ausgedacht. Aber ich finde es sehr schön und das hat einfach geholfen, sich so von Mustersatz zu Mustersatz fortzubewegen.
Und damit es einfach das Stricken nicht ganz so langweilig ist, habe ich auf Nadelstärke 2,0 mit dem Sockenwunder gestrickt. Ich liebe dieses Adi-Sockenwunder. Das ist ja diese kurze Rundstricknadel mit dem längeren und dem kürzeren Teil. Moment, so, dieses Teil ist das. Ja. Und man hat also dieses lange Teil in der Hand und die Maschen sind da und dann strickt man. Und das Einzige, was das Problem ist, wenn ich jetzt normale Nadeln habe, dann habe ich die Hände Finger gerade. Und hierbei habe ich die Finger so irgendwie krumm. So ein bisschen verkrampfe ich die Hände damit. Ich stricke trotzdem total gerne damit, aber ich arbeite daran, dass ich meine Fingerhaltung verbessere, weil ich auch merke, dass es sehr anstrengend ist, so zu stricken. Aber ich mag das trotzdem. Und ich habe ja dieses Sockenwunder in 2,0 für die Vierfachsockenwolle und in 3,0 für die Sechsfachsockenwolle. Ja, das sind also die ersten Fertigsocken. Ich liebe sie sehr. Also ich finde sie toll, sagen wir es mal so. Und die gehen jetzt nächste Woche zu meiner Kollegin. Und dann schauen wir mal. Ihr Bruder soll die jetzt erstmal anprobieren. Und ich heb die. Ich mache ja immer so eine Karte, wo ich drauf schreibe, wie viel Maschen ich aufnehme, was für eine Ferse und was weiß ich. Die Karte werde ich einfach aufheben. Und wenn sie dann aus dem zweiten Paar dieser Wolle noch ein paar Socken für ihren Bruder haben will, dann weiß ich schon, mit welcher Maschenanzahl. Und dann kann ich sagen, wenn er sagt, nee, also das war zu eng oder da hat es nicht gepasst. Ja, aber ich finde sie toll. Sehr schön. Größe 44. Ja, dann zweites Paar Socken, was fertig ist, habe ich nicht selber gestrickt, sondern hat meine Tochter gestrickt. Und zwar aus einem Garn, was ich gefärbt habe. Das sind diese hier. Und die gehören mir. Die hat sie für mich gestrickt. Sind die nicht wunderschön? Also die sind viel knalliger als sie jetzt in der. Warte mal, wenn ich hier mal so ein bisschen das Licht dimme. Ja, es ist, nee, es kommt nicht so richtig raus. Nee, kriegen wir nicht hin. Also die sind deutlich, das Grün ist nicht so blass, wie es jetzt rauskommt, sondern das ist sehr, sehr, so seht ihr so ein bisschen, seht ihr da so ein bisschen das Grün? So ungefähr, so wie es sein Schatten ist, so nahe noch viel knalliger. Also es ist ein sehr knalliges Grün mit so ein bisschen Gelb und so rötlich-braun-orange. Ich finde die toll, finde ich so witzig, wie die geringelt haben und dann hier vorne an der Spitze so ein kleines bisschen das Wildern anfangen. Da hat meine Tochter zum ersten Mal eine Bumerang-Ferse gestrickt. Danke, liebe Nicole aus unserer WhatsApp-Gruppe, die einen kleinen Mini-Workshop mit uns gemacht hat, weil ich da ja auch Nachhilfe brauchte. Ja, aber meine Tochter liebt die Bumerang-Ferse nicht. Sie ist jetzt bei den nächsten Socken, die sie dann jetzt für sich gestrickt hat, wieder zur Herzchenferse übergegangen. Da ist der zweite auch sehr schön. Und der fängt auch vorne an der Spitze ein bisschen an zu wildern. Lustig, ne? Ja, die sind fertig geworden. Ja, das war eigentlich alles, somit alles, was an fertigen Projekten war. Ist doch prima. Dann zeige ich euch jetzt noch ein Projekt, was ihr schon kennt, wo ich aber viel dran gearbeitet habe. An allen anderen Projekten, die ihr schon kennt, habe ich so gut wie gar nicht gearbeitet. Also ich habe sehr wenig gesponnen, ein kleines bisschen nur was angesponnen, das zeige ich euch nachher. Weil das hat was damit zu tun, Spinnfasern, die ich gekauft habe. Und gestickt habe ich auch so gut wie gar nicht. Ich habe aber Kreuzstichbilder gekauft, das erzähle ich euch nachher dann noch. Aber an diesem Projekt habe ich sehr viel weitergemacht. Ihr seht schon, es wird bunt, es wird bunt, es wird bunt. Und zwar ist das der Fragmentation Shawl von Stephen West. Ich zeige euch mal von Anfang an. Da ist ja das erste Wedge, das zweite, das dritte, das vierte. Und ich habe jetzt fünf Wedges fertig. Und man sieht schon, wie cool dieses Teil ist, oder?
Bunt. Und wisst ihr, was das Allertollste an diesem Schal ist? Das ist alles Sockenwolle, die ich selber gefärbt habe. Ist das nicht der absolute Megahammer? Und was an diesem Projekt so unglaublich viel Spaß macht, ist, dass ich ja überlegen muss, also zum Beispiel hier waren diese bunte Wolle, war alle. Und dann musste ich mir ja überlegen, und dann fing ich hier an mit zwei verschiedenen lila Farben. Und hier habe ich dann sogar noch einen Streifen Pink eingefügt. Und auch hier zum Beispiel beim letzten Streifen habe ich zwei verschiedene Garne im Wechsel. Also das ist halt mega, ne? Also da werden jetzt auch bei den letzten, ich habe ja noch zwei Wedges, die gestrickt werden müssen. Da werden also manche so mehrfarbige Streifen kommen. Einfach weil ich Garne. Also das hier ist auch ein mehrfarbiger Streifen, aber das ist ein Garn, was so bunt gefärbt ist. Also auch hier kommen jetzt die Farben leider in der Kamera nicht so knallig raus. Was ich halt toll finde, ist hier zum Beispiel diese Kombination, ne? Leider ist dieses dunkle Garn jetzt wirklich. Ja, vielleicht kriege ich noch einen Streifen hin, mal gucken. Aber zwei auf keinen Fall. Ja, aber ich finde es toll. Und hier zum Beispiel das Grün und Rot, das ist Glitzerwolle. Das sieht man jetzt auch nicht so, aber der zieht sich halt auch durch. Da habe ich auch noch genug. Ja, auch das wird eine Schlenke, ne? Also ihr seht, das ist jetzt eigentlich, wäre es schon groß genug als Tuch. Aber es wird ja noch, als jetzt natürlich hier, das ist noch der Anfang, da sind ja noch 8 Maschen drauf. Nein, 8 plus 3, 11 Maschen sind noch drauf. Aber guck mal, wenn man das jetzt so sieht. So, Hammer, oder? Hammer, Hammer, Hammer. Mega. Ja, ihr seht also, die Fäden hier von dem letzten Batch sind noch nicht vernäht. Das ist jetzt der nächste Schritt und dann werde ich heute schon anfangen mit dem sechsten. Und es macht einfach wirklich Spaß, weil man denkt immer, oh, noch einen Streifen, noch einen Streifen. Also man möchte das gar nicht aus der Hand legen. So, und jetzt muss ich Pause machen, weil der Speicher ist jetzt voll. Und jetzt muss ich das, was ich jetzt aufgenommen habe, auf meinen Computer. Aber wir sind schon bei über 45 Minuten. Wow. So, jetzt haben wir wieder knapp eine weitere Stunde Speicherkapazität. Jetzt kann es weitergehen. War jetzt eben noch ein kleiner Schreck, deshalb hat es jetzt einen Moment gedauert. Also ich habe ja das Video von meinem Tablet auf meinen Laptop geladen. Hab es also quasi, ich habe mein Tablet angeschlossen, bin dann in den Dateiordner, in den Videoordner von meinem Laptop rein, vom Tablet rein, habe das Video auf, also es waren dann drei Videos insgesamt, drei kurze, also ein langer und zwei kürzere Schnipsel, habe ich auf Ausschneiden geklickt, bin dann in den Ordner, wo ich die Rohvideos für meinen Podcast sammle, habe einfügen gemacht, das hat wunderbar geklappt. Dann war aber einen von diesen zwei kurzen Schnipseln wollte ich löschen. Und da hat der mir alle drei Videos gelöscht. So, gut. Jetzt ist ja auf dem Laptop, ich habe ja Windows, da ist ja dieser kleine Papierkorb, den ich nie leere. Also sind ganz viele alte Dateien noch drin. Ich muss den irgendwann mal aussortieren, weil ich glaube, da ist nämlich, ich habe den noch nicht geleert, weil da irgendwas drin ist, was ich mal aus Versehen gelöscht habe. Ich muss da nochmal durchgucken. Gott sei Dank habe ich ihn nicht geleert. Und dann wollte ich den öffnen, klick da drauf und dann hat sich mein Laptop aufgehängt. Der hat einfach gar nichts mehr gemacht. Das heißt, ich musste dann den Laptop ausschalten und wieder einschalten. Und es dauerte und dauerte und dauerte und dauerte. Dann habe ich aber geschafft, den Papierkorb zu öffnen.
konnte die drei Videos wiederherstellen und habe jetzt nur das eine, habe es dann geschafft, nur das eine zu löschen. Und in meinem Movie Maker Programm lädt das eine lange Video mit der Dreiviertelstunde jetzt schon und der andere Schnipsel, die laden jetzt schon hoch, also werden jetzt in dem Programm geladen. Das dauert ja immer eine Weile beim Windows Movie Maker, so dass ich, wenn ich hier fertig bin mit der Aufnahme, eigentlich ziemlich bald dann anfangen kann. Also nach Mittagessen heute Mittag dann anfangen kann zu schneiden und damit das Video heute noch online geht. Ja, ich habe zwei Sachen vergessen bei den fertigen Projekten. Und zwar, ich habe euch ja die tollen Socken gezeigt, die meine Tochter für mich gestrickt hat, aber Erika hat für sich selber auch Socken gestrickt. Und zwar zum ersten Mal hat sie Restesocken gestrickt. Und das war nämlich so, als sie bei meinen Socken, beim zweiten Socken an der Bumerangferse war und nicht mehr genau wie das wusste, wie es geht, und ich aber keine Zeit hatte, ihr das nochmal zu erklären. Dann habe ich ihr das Video von der Annette von Nörd-Nitz geschickt. Da konnte sie aber nicht, da wurde sie nicht so richtig schlau draus. Das half ihr nicht. Es klingelt das Telefon, aber mein Mann geht oben dran. Kann ich also ignorieren. Naja, kurzerhand wollte sie aber stricken und dann hat sie gebeten, andere Wolle. Und dann kamen wir drauf und dann hat sie sich Restesocken gestrickt und die zeige ich euch jetzt. Die sind mega toll geworden, oder? Unglaublich, ich finde die so schön und das hat so gut gepasst und es war meine Idee, dass sie diesen blauen Streifen einfügt beim Übergang von dem einen Rest zum anderen und das wäre gar nicht nötig gewesen, es wäre so nahtlos gegangen, aber es sieht den toll aus, sind so richtig leuchtende Socken geworden, wunderbar. Das zweite fertige Projekt, was ich euch gezeigt habe, das ist ein Häkelprojekt und es ist mega niedlich, das war ein richtiges Herzensprojekt und ja, also es ist so, ich kann ja viele Dinge, ne? Ich bin ja sehr geschickt in vielem. Was ich nicht gut kann, ist Modellieren. Also so mit Fimo oder Knete oder Ton oder sowas, das ist nicht meine Welt. Nein, ich kann einigermaßen zeichnen so ein bisschen, also auch nicht echt mehr so naiv und so Sketchnotes und sowas kriege ich hin. Also ich konnte wunderbar, wenn meine Kinder früher zu mir gesagt haben, Mama, mal mal eine Kuh, Mama, mal mal dies, Mama, mal mal das. Ich hatte auch keine Scheu, das einfach zu machen und auch wenn es nicht perfekt war oder so wie mein Vater es immer ausdrückte, irgendwelche schwangeren Ratten rauskamen, aber nichts, was man auf den ersten Blick als Kuh erkannte. Aber irgendwie meine Kinder waren glücklich zufrieden und ich fand es immer witzig. Also ich habe da keine Scheu. Ich weiß, dass ich nicht perfekt zeichne, aber es ist ganz lustig, was ich da aufs Papier bringe. Aber beim Modellieren, da kann ich mich, also ich modelliere ungefähr wie ein Grundschüler. Also seit meiner Grundschulzeit hat sich an meinen Modellierfähigkeiten nichts verbessert. Und das überträgt sich leider auch aufs freie Häkeln. Also ich liebe Amigurumis häkeln, aber ihr habt schon gemerkt, dass ich das immer nach Anleitung mache und das klappt auch gut und das mache ich auch gern. Und ich kann da auch meine eigene persönliche Note einfügen, indem ich den Kopf ein bisschen schräg und dann kriegen die einen anderen Ausdruck. Alles kein Problem. Aber so frei häkeln, naja. Aber guckt mal selber, es ist mega niedlich geworden. Ich finde, man erkennt, was es sein soll. Und wer die Hunde kennt, es geht nämlich um zwei Hunde, wer die Hunde kennt, erkennt auch, was ich, wen ich da gehäkelt habe. Aber natürlich nicht perfekt, Leute. Absolut nicht. Also ich werde kein Geschäft daraus machen, keinen Etsy-Shop aufmachen, wo ich anbiete, schickt mir ein Foto von eurem Hund, ich häkel den nach. Nee, nee, das funktioniert nicht. Da würde ich nicht reich mit werden. Nein, da würden sich die Leute verarscht fühlen. Aber meine liebe Freundin Heidi hat sich sehr gefreut und sie weiß, dass es mit Liebe gemacht ist. Ich zeige es euch jetzt. Also, sie sind
Düsseldorf-Süß geworden, oder? Vor allem bin ich sehr stolz, dass ich den Pablo wirklich tatsächlich dreifarbig gehäkelt habe. Und ich musste ja in der Runde die Farbe wechseln. Also das war quasi ein Tarsienhäkeln, was ich gemacht habe. Das habe ich zum ersten Mal gemacht. Und das habe ich ohne Anleitung gemacht, sondern ich habe mir das selber in meinem kleinen multikreativen Hirn ausgedacht. Und dafür bin ich dann schon stolz. Und man kann es erkennen. Und ja. Also die Lina, die ist ja ein Yorkshire Dackel oder Dackel Yorkshire Mix. Und deshalb hat die da so diese Flusen überall und halt vor allem auch auf dem Kopf. Wobei man das auf dem Kopf auf dem Foto nicht sieht, aber ich kenne halt Fotos von ihr, wo sie wirklich so Einhornfrisur hat. Und deshalb habe ich beim Häkeln diese paar Härchen da oben drauf gemacht. Und Pablo ist ein Chihuahua. Mein Patenhund, oh Gott, ich liebe den so, der ist so süß. Ja, ich bin Chihuahua-Fan. Ist so. Ich oute mich. Ich habe einen Pudel und einen Aussie und ich hätte gerne einen Chihuahua, aber meine Familie sagt nein und es wäre auch ganz ehrlich mit diesem Trampeltier Rufus und der Kackbratze Edgar, wäre es mir auch ehrlich gesagt zu heikel, da so einen Mini-Hund hier im Haus zu haben. Da hätte ich keine ruhige Minute. Der eine hält es vielleicht für ein Kaninchen, was er jagen will, und der andere setzt sich aus Versehen drauf. Nee, 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 nee. Aber ja, so ist so ein Traum von mir, irgendwann in meinem Leben vielleicht doch noch einen Chihuahua zu kriegen. Ein Langhaar-Chihuahua. Einen schwarzen Langhaar-Chihuahua, den ich dann Hagrid nennen würde. Der Halbriese. Ja, man darf träumen. Träumen darf man, aber die Vernunft muss, also gerade wenn es um Tiere geht, muss natürlich die Vernunft die Oberhand behalten. Und von daher, die Vernunft sagt mir, dass es nicht gut ist, einen Chihuahua in diesen Haushalt zu holen. Aber mein Herzchen träumt halt. Und es ist in Ordnung. Ich träume auch von einem Harlekin-Großpudel, also ein schwarz-weiß gescheckter Großpudel. Aber ganz ehrlich gesagt, mit meinen Arthrose-Gelenkproblemen und so weiter, ist Rufus definitiv mein letzter großer Hund. Also hier kommt kein großer Hund mehr ins Haus. Das ist, man muss einen Hund auch handeln können. Das ist ein Großpudel, nein, das wäre mir zu groß jetzt. Aber das ist auch so ein Traum von mir. Harlekin, Großpudel sind schwarz-weiß gescheckter. Wunderschöne Hunde. Ja, gut. Hunde-Content fertig. Nicht, dass wieder jemand sich auf den Fuß getreten fühlt. Nein, ich weiß, dass die meisten von euch meine Hunde lieben und ja. Aber stellt euch vor, ich hätte so einen kleinen Chihuahua auf dem Arm. Würde ich hier meinen Podcast immer mit Chihuahua auf dem Arm machen. Ja. Ach, wär süß. Nee, also träumen darf man. Aber die Vernunft, gerade bei Tieren, wie gesagt, muss die Vernunft die Oberhand behalten. Und ja, ich träume weiter. Gut. Das waren die fertigen Projekte jetzt endgültig. Und wie gesagt, der Fragmentation Shawl, ja, da bin ich gut dran. Der Quadrangle Spires hatte ja Priorität, das wisst ihr ja noch, ne? Was jetzt neu Priorität hat, habe ich noch nicht entschieden. Der Fragmentation Shawl wäre natürlich ein Anwärter auf das Prioritätsprojekt, aber das ist so ein Suchtprojekt, das brauche ich nicht auf irgendeine Prioritätenliste setzen, weil ich das Ding sowieso jeden Tag in die Hand nehme und dann eigentlich kaum weglegen kann und mich eigentlich eher zwingen muss, was anderes zu machen. Aber machen wir mal weiter. Irgendwie hat das sich so eingebürgert bei mir hier oder eingeschlichen, dass ich immer grundsätzlich, wenn ich den Podcast schneide und hochlade, dass ich dabei irgendwas Neues anstricke. Irgendwie habe ich so, das ist, brauche ich so als Belohnung, ich habe jetzt einen neuen Podcast, eine neue Folge gemacht, es ist geschafft, ich bin am Arbeiten dran und es wird hochgeladen. Jetzt stricke ich was Neues an. Es ist jetzt die letzten mehr Male jedes Mal so gewesen. Ich weiß noch nicht, was ich heute neu anstricke. Ich glaube eigentlich nichts. Ich plane heute wirklich nichts neu anzustricken. Aber wer weiß. Aber ich habe also nach der letzten Podcast-Folge, ihr könntet es euch vielleicht ahnen, was ich angestrickt habe.
Ich hatte euch ja diese wunderschönen Stränge Merino High Twist 300 gezeigt. Die habe ich dann direkt an dem Tag noch, während ich den Podcast bearbeitet habe, gewickelt. Und ich habe angestrickt. Ich habe meinen zweiten Colding angestrickt. Und jetzt guckt euch doch mal an. Also ich bin auf dieses Garn so stolz. Ich möchte mal behaupten, also ich meine, manche meiner Färbungen sind sehr, sehr wild und sehr unstrukturiert und sehr bunt und extrem. Aber ich finde ja, diese Färbung, die hätte auch von irgendeinem professionellen Handfärber sein können. Die sieht schon sehr, sehr professionell aus, finde ich. Die ist mir sehr gelungen. Also sowas könntet ihr auch bei professionellen Handfärbern kaufen. Nein, natürlich nicht diese Färbung. Das ist ja exklusiv, Steffi Multikreativ, ne? Aber sowas in der Art. Das ist so ein bisschen so wie die professionellen Handfärber färben. Und guckt euch, wie das angestrickt aussieht. Das ist nicht der. Und die Farbe kommt wirklich ziemlich gut raus jetzt. Also es ist ein bisschen rosiger. Als es. Ja, so genau so ist die Farbe. So kommt es ungefähr hin. Oh, ist das nicht der absolute Mega-Hammer? Ja, ihr seht schon, der Colding, ne? Und ich bin schon hier an dem Teil, wo es hier ins Rippenmuster übergeht. Anpassung, die ich gemacht habe, ich habe mit I-Cord ran angeschlagen, einen I-Cord-Anschlag gemacht und ich stricke hier einen I-Cord-Rand. Und jetzt ist es so, ich hätte eigentlich, ich weiß es nicht, was passiert ist. Also ich meine, ich hätte genug Maschen aufgenommen. Ich hätte hier eigentlich 18 Rippen haben müssen. Ich habe aber nur 17. Und dadurch ist dieser Mittelstreifen in der Mitte jetzt von so einer. Ich habe den jetzt in der Mitte da eingefügt. Wo das passiert ist, weiß ich nicht. Aber als mir das hier auffiel, war ich natürlich im Leben nicht bereit, das Ganze wieder aufzumachen. Ja, du meine Güte, dann ist der halt 6 Maschen schmaler. Das sind vielleicht die I-Cord-Maschen am Rand. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also wie gesagt, ich stricke den mit I-Cord-Rand. Schön sauberer Rand. So sieht es von der anderen Seite aus. Das ist eine ordentliche Kante, ne? Ja, also sehr lustig. Ich habe gestern das Video von der Budolina geguckt. Und sie hat ja auch einen Pudel, den Hugo. Astrid, falls du das hier guckst, ich grüße dich und ich grüße deinen Hugo. Und es war lustig, weil ihr Pudel lag da, also sichtbar vor der Kamera. Also so ungefähr, als wenn er hier so gelegen hätte. Und sie streichelte also zwischendurch auch immer, fand ich sehr süß. Und dann erzählte sie, dass sie gerne I-Cord strickt. Und ich habe ja auch einen Pudel und ich stricke auch gerne I-Cord. Hängt es zusammen? Ich weiß nicht. Ich habe ihr dann auch einen Kommentar geschrieben dazu und sie meinte dann auch, das wäre mal eine Doktorarbeit wert, das zu untersuchen, ob das irgendwie eine Übereinstimmung ist, dass wer Pudel hat, Podcast, wer Pudel hat, I-Cord liebt. Und wie sich das bei anderen Hunderassen verhält. Keine Ahnung. Ich fand es sehr lustig, diese Gemeinsamkeit. Wir haben beide einen Pudel und wir lieben beide I-Cord. Ja, also, Colding Nummer 2 ist in Arbeit. Der hat definitiv keine Priorität. Der kann von mir aus 1,5 Jahre dauern. Das ist egal. Ich habe ja einen. Aber es macht Spaß. Das Material, also Merino High Twist. Ich habe ja, der andere ist ja aus Merino High Twist 400 gestrickt und der jetzt aus Merino High Twist 300. Und es ist einfach nur mega schön. Rufus, warum weinst du jetzt? Du musst doch nicht weinen. Musst du weinen? Musst du nicht, Schatz. Alles gut. Alles gut. Guck, der Podcast mit Hund. Komm mal hier hoch. Hier, komm hoch. So, genau, da ist der schöne Rufus. So, nicht mit Pudel, sondern mit Aus hier heute. Ja,
So ist gut. Jetzt geh wieder schlafen, okay? Gehst du wieder schlafen? Leg dich hin. So ist gut. Und Herr Edgar muss auch gucken. So, und dann muss der Edgar natürlich auch direkt so, und damit alle Hundefreunde zufrieden sind. Ja, aber da zeig dich mal richtig. So, guck. So, super. Der Pudel. Pudel, Pudel, Pudel. Ja. Aber komm mal hier rüber, Edgar. Komm, geh mal hier drüben hin. So, komm, geh mal hier hin. So, so. Und dann leg dich hin. Leg dich hin. Ja, so ist er gut. So, siehst du, so können wir doch gut arbeiten hier, ne? Ja, können wir so gut arbeiten, mein kleiner Schatz? So, der ist so süß, der Schatz. Ja, dann das nächste, was ich neu angeschlagen habe. So, und da könnt ihr jetzt lachen. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, nicht wahr? Bei dem V-Shawl von der Chris Berlin. Ich beim letzten Mal großartig rumgemeckert. So langweilig, langweilig, langweilig. Und ich stricke es ja nur fertig, weil ich das Tuch haben will. Ich hatte ihn fertig. Ich habe ihn mir einmal umgebunden. Und da war auch die Entscheidung schon gefallen. Ich brauche so ein Ding nochmal. Und zwar die größere Variante. Dann erinnert ihr euch vielleicht, dass ich dieses wunderschöne Garn hatte, gefärbt hatte. Das ist diese Sockenwolle, wo ich einmal auf dem grauen Garn von Supergarnecom gefärbt habe und einmal auf weißem. Und zwar genau gleich gefärbt, nämlich in Türkis und mit blauen Speckles. Und das ist ja sehr unterschiedlich geworden, natürlich wegen der grauen Grundfarbe einmal und weiße Grundfarbe. So, und da habe ich natürlich von jedem ein Knäuel. Und das passt hervorragend für einen weiteren V-Shawl in groß. So, da sind wir wieder beim I-Cord, weil ich habe bei dem anderen den I-Cord nachträglich angestrickt. Und also so sehr ich I-Cord liebe, aber ein I-Cord nachträglich anstricken ist natürlich eine immense Arbeit. Und wie ihr an der Spitze von dem Tuch gesehen habt, auch nicht perfekt, weil da einfach dann da haben Maschen gefehlt. Und deshalb habe ich hier direkt mit eine I-Cord-Kante angeschlagen, die Maschen, und ich stricke auch am Rand eine I-Cord. Das heißt, hier wird der I-Cord direkt mitgestrickt. Wo ist vorne, wo ist hinten? Da ist vorne so, und ihr seht, so weit bin ich es. Ich bin noch nicht weit. Ich habe da, das war übrigens mein Osteranstrick. Genau, am Ostersonntag habe ich das angestrickt. Und der wird toll. Der wird richtig schön und der wird richtig schön groß. Also ihr seht jetzt schon, dass der größer ist als der andere. Ja, das ist mein Osteranstrick. Und auch der hat keine Priorität. Der wird langsam aber stetig wachsen. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr drüber. Jetzt habe ich noch ein Strickprojekt, nee, zwei Strickprojekte. Das eine, nee, machen wir mal erstmal, nee, drei habe ich. Drei Strickprojekte und noch ein Häkelprojekt habe ich, was ich neu angefangen habe. Fangen wir mal hier mit den Socken an. Auch das ist ein Garn, was ich euch letztes Mal gezeigt habe von meinen neu gefärbten, und zwar Sechsfachsockenwolle in Blau. Die Märzsocken von den Zufallsocken. Das sind ja die, oh, Jesus, nee, und jetzt weiß ich wieder nicht, wie die heißen, da muss ich jetzt noch kurz, mein Handy habe ich jetzt nicht hier. Ich füge es euch unten ein, unter Märzsocken, das sind die Charybdis-Socken von, ich weiß es gerade nicht von wem. Steht hier nicht drauf, habe ich hier nicht drauf geschrieben. So, gut. Hatte die ja das erste Mal angeschlagen mit dieser Schoppel-Socken-UFO-Wolle, diese, die so schön wildert, wo zwei gleiche Fäden sind. Und das funktionierte ja nicht, weil ich am Übergang von einer Nadel zur anderen bekam ich das mit dem Mustersatz nicht hin. Das funktionierte nicht. Dann habe ich
nochmal mit dieser Wolle angefangen, mit dem Sockenwunder. Habe also wieder auch vorab angefangen, den ersten Mustersatz und dann wieder am Übergang von einem Mustersatz zum anderen. Es funktionierte nicht. Ich bekam es nicht hin. Ich bekam keinen sauberen Übergang hin von einem Mustersatz zum nächsten. So, ich wieder geribbelt. Es aber geschafft, wirklich nur bis zum Beginn der Spitze, damit ich diese Spitze Torab nicht nochmal stricken musste. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Entweder ein ganz anderes Muster, was ich aber blöd gefunden hätte. Und ich habe jetzt die Mehrzocken angepasst. Aus der Spirale wurde ein Zickzack und ich habe mir den Chart einfach mal so ein bisschen angepasst. Einfach auf Karo-Papier, ganz oldschool. Und der erste ist fertig. Guckt euch das an. Oh, das ist so schön. Und ihr seht, es ist jetzt einfaches Zickzackmuster. Das heißt, ich brauchte den Übergang nicht machen, sondern ich habe einfach, wenn das Nadelende erreicht oder das Viertel vom Socken erreicht war, habe ich die Richtung gewechselt. Und ich habe mit Löchern gestrickt. Und ich habe eine Bumerangferse gestrickt. Und jetzt passt mal auf, das ist die eine Seite vom Socken. Und jetzt guckt mal, so sieht die andere aus. Es wildert. Dieses Garn wildert und die sehen so toll aus. Ich finde die so klasse. So schön. Bündchen einfach zwei rechts, zwei links. Die Spitze habe ich. Man macht ja, ich habe ja also diesen Judy's Magic Cast-On gemacht. Und meistens strickt man ja dann so eine Propellerspitze, aber ich habe irgendwie trotzdem eine Bandspitze gestrickt, auch von der Seite. Und dann, wie gesagt, eine Bumerangferse und wie man sieht, mit Zwischenrunden. Sieht man, aber das fällt nicht arg auf. Und ich finde es einfach nur cool, wie dieses Zickzack da aussieht. Ja, das ist für eine meiner Kolleginnen. Das ist ein Kolleginnensocke. Und wenn. Da ist der zweite, also den habe ich in 2 Tagen fertig gehabt, ne? Auch mit dem Sockenwunder gestrickt und Schuhgröße 38, 39 mit 6-Fach-Sockenwolle, da hat man 48 Maschen auf der Nadel. Das geht einfach mal ratzfatz. Also 2 Tage habe ich dafür gebraucht und ja, jetzt stricke ich den. Dann habe ich ein paar Socken für mich angefangen. Und zwar hatte ich eine Idee. Moment, da muss ich jetzt mal kurz was holen. Und zwar habe ich eine Idee gehabt und das habe ich dann mit einem Wollrest mal eben umgesetzt. Und zwar seht ihr das? Das sieht jetzt aus wie ein ganz normaler Zopf. Das ist aber keiner. Weil ich habe einfach diese Maschen. Anstatt sie zu verzopfen, ich habe die gestrickt und dann einfach auf eine separate Nadel einmal gedreht und dann weiter gestrickt. Und das ergibt so ein. Ich weiß nicht, ist das sowas, was man einen falschen Zopf nennt? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es nirgendwo gesehen, ich habe es mir selber ausgedacht, aber ja, also hier oben habe ich mal ausprobiert, genau so rum. Da habe ich ausprobiert, wie das aussieht, wenn ich das daneben linke Maschen mache oder kraus rechts. Aber das sah nicht gut aus. Im kraus rechts, das hat nicht gut ausgesehen. Genau. Ja. Also ich sag mal so, im Stricken erfindet ja keiner mehr das Rad neu und das habe ich mit Sicherheit nicht erfunden. Es ist mir selber eingefallen und ich habe es ausprobiert und vielleicht habe ich es mal irgendwo gesehen und mein Unterbewusstsein hat es abgespeichert und jetzt ausgekotzt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, wo diese Idee herkam und ich habe es halt einfach gemacht. Und dann habe ich, nachdem ich dieses Mustertüchlein gestrickt hatte, habe ich sofort ein paar Socken für mich angestrickt. Und zwar auf meinen geliebten Cubix von Knit Pro.
Und zwar ist das dieses wunderschöne Garn, die Blaubeere von der lieben Steffi gefärbt aus unserer Gruppe, aus unserer WhatsApp-Gruppe. Die findet ihr bei WhatsApp, bei Instagram unter Queen of Hearts und da verkauft sie auch ihre wunderschönen Färbungen. Und das ist die Blaubeere und ich liebe die Blaubeere. Ja, und jetzt zeige ich euch das. Achtung, Achtung, Achtung. Bündchen, zwei rechts verschränkt, zwei links. Und da kommt einfach und rundrum rechts. Einfach rundrum ist es eine Stino und das wildert auch schön. Oh, es ist schön. Und da seht ihr das Muster. Kommt gut raus. Also, das sieht man schön. Ja, die stricke ich für mich. Und da freue ich mich drauf. Und die Wolle ist mega schön, weil es ist ja auch, sie bestellt ja auch bei Supergarne.com. Das ist also die Sockenwolle von Supergarne.com, die ich ja auch verwende und liebe und gut finde, gute Qualität. Ja, wie gesagt, also bei dem Muster, genau, bei dieser ersten Socke verdrehe ich die sechs Maschen im Uhrzeigersinn und bei der zweiten Socke werde ich diese sechs Maschen gegen den Uhrzeigersinn verdrehen. Und ja. Genau. Und dieser Musterschrank sind also zwei Maschen links, sechs Maschen rechts und zwei Maschen links. Und jede sechste Reihe verdrehe ich halt diese sechs Maschen. Und so werden ein paar Socken draus. Für mich. Für mich, für mich, für mich. Freue ich mich drauf. Ich merke hier gerade, dass ich das. Mir war das eben umgefallen, da hat sich das verschoben. So, jetzt ist wieder besser. Ihr wollt ja nicht die Zimmerdecke sehen hier, ne? Wollt ja mich sehen. Aber vielleicht auch lieber nicht. Bin heute nicht. Meine Haare sind nicht so schön. Meine Haare sind sehr flusig im Moment. Und meine Haare schreien nach dem Friseur. Also noch so vor 4 Wochen oder sowas fand ich meine Haare überwiegend schön. Und genoss meine wunderschönen langen Haare. Und in den letzten 4 Wochen hat sich das gedreht. Und es ist jetzt so, dass ich, also ich habe jetzt die Haare offen. Ansonsten habe ich, also vor allem, wenn wir mit den Hunden gehen oder auch wenn ich irgendwas arbeiten muss, also so die Hälfte des Tages habe ich Nagelgummi drin und mache mir einen Zopf. Weil mich diese Flusen tierisch nerven. Ja, und der Moment, wo ich das Gefühl habe, ich muss jetzt sofort eine Schere nehmen und den ganzen Schmodder abschneiden, diese Momente häufen sich massiv. Und das ist für mich das Zeichen, dass ich wohl in den nächsten 1 bis 2 Wochen, also ich schätze mal, ja, guckt euch die langen Haare nochmal an, weil ich gehe mal davon aus, bis zur nächsten Podcast-Folge sind die ab. Dann sitze ich hier wieder mit einer flotten Kurzhaarfrisur. Aber ich meine, es ist ungefähr ein Jahr her, dass ich die Haare abgeschnitten habe. Und die sind jetzt in dem einen Jahr wirklich wieder lang geworden. Ich bin ja wirklich gesegnet mit sehr üppigem Haarwuchs. Also die sind sehr, die sehen jetzt nicht so aus, aber die sind eigentlich sehr dicht, sehr fest. Und vor allem sehr lang, und ich habe so das Gefühl, meine Haare wuchern wie Unkraut. Und da ich zu den Menschen gehöre, die nicht gerne zum Friseur gehen, also ich finde es fürchterlich, ich gehe wirklich absolut ungern zum Friseur. Ich mag den Geruch in Friseurläden nicht, ich mag die ganze Atmosphäre in Friseurläden nicht. Ich hasse es, wenn jemand an meinen Haaren rumfummelt. Ich weiß, als Kind hatte ich ja auch schon lange Haare und meine liebe Schwester Rosi, sie hatte schwarze Haare und ich hatte blonde Haare, also sehr hellblonde Haare, nicht so dunkel kackblond grau wie jetzt, sondern richtig ganz hellblonde Haare hatte ich und auch diese schönen Löckchen. Und meine Schwester hatte glatte schwarze Haare und sie fand meine Haare so schön und sie liebte es,
hinter mir zu stehen und mir durch die Haare zu streichen. Und oh, da konnte ich als Kind schon ausflippen, wie gesagt, lass das, weg da. Nein. Ich mag es also nicht, wenn mir jemand in den Haaren rumfummelt, und das ist nur mal beim Friseur so. Das ist nicht schön, nein. Ich will das nicht, ich mag es nicht. Also ich gehe nicht gern zum Friseur. Es ist für mich ein notwendiges Übel, und wenn meine Haare nicht so wuchern würden, sondern einfach langsamer wachsen würden. Aber kann man nicht. Da kann, also an meiner Figur kann ich was tun, aber an meinem Haarwachstum kann ich, glaube ich, nichts tun. Das ist halt einfach so. Ja, dann, ich habe die Hundchen gehäkelt, die ich euch gezeigt habe. Und ich habe noch etwas gehäkelt, nämlich ich habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt, dass ich eine Idee habe, endlich, wo ich mein Aquarium aufbauen kann. Das Seepferdchen ist leider immer noch nicht fertig. Aber das Regal ist jetzt soweit vorbereitet, und das, was ich schon hatte, das war ja nichts, was ich selber gemacht habe, sondern alles, was ich geschenkt bekommen habe, was schon fürs Aquarium ist, das steht da jetzt schon. Habe ich jetzt kein Foto gemacht, vielleicht füge ich noch eins ein. Ja, ich füge hier gleich ein Foto ein von dem Regal. Ja, gut. Gut. Und ich habe es ausgemessen und ich habe angefangen, die Bodenplatte, das heißt den Bodengrund, den Kies, zu häkeln für das Aquarium. Da muss ja keine, nicht eine schwarze Holzplatte drunter sein. Da muss ja, man hat ja im Aquarium so Bodengrund, so Kies. Und das häkle ich. Und was, aus was häkle ich das? Ich häkle das aus verschiedenfarbigen Garnen. Also das, wenn das leer ist, wird halt ein anderes Garn mit eingefügt. Ja, das ist dann zwar ein bisschen streifig, aber das ist egal. So genau ist das nicht. Und das ist, durch dieses Dreifach ergibt es halt. Und das häkle ich ganz einfach mit festen Maschen. Aber es ist schon mit einer 4,5er Nadel. Soll ja auch relativ fest sein, ne? Und ja, das wird die Bodenplatte. Und ich habe gemessen, die muss 31 x 68 cm sein. Also ich habe 31 Breite und 68 cm. Da häkle ich mal noch ein Weilchen dran, ne? Das wird. Aber das wird schön. Ich freue mich darauf. Ja. Ganz schön lang schon. So. Das war alles, was ich gewerkelt habe, was ich gemacht habe. Kuchen gebacken habe ich keinen. Freut mich aber, so ein, zwei Kommentare kamen auch zum Thema Kuchen. Also ist scheinbar gut bei euch angekommen mit dem Video. Werde ich auch wiederholen. Ich habe schon eine Idee, was ich demnächst mal backen werde. Das wird dann eine Eigenkreation sein, die ich schon mehrfach gebacken habe. Da weiß ich also, was ich tue. Dann, das ist dann kein Backexperiment, sondern da weiß ich dann auch, was rauskommt, dass das funktioniert. Also aber was sehr Leckeres. Und ja, mal gucken, ob ich das bis zum nächsten Mal mache oder ein anderes Mal. So, jetzt schiebe ich mal den Wagen weg und hole mal den anderen. Ich habe hier solche Rollwagen, die ich mal für 10 Euro beim Lidl gekauft habe. Die sind ganz praktisch hierfür. Ja, 2 Dinge waren. Es war die Nadelwelt in Karlsruhe. Da war ich mit meiner Tochter. War sehr schön. Und es war Ostern. Aber fangen wir mit der Nadelwelt an. Ich hatte ja geplant, auf die Nadelwelt in Karlsruhe zu gehen, und ich hatte geplant, eigentlich ursprünglich, dass ich nächstes Wochenende, also jetzt dieses kommende Wochenende, auf die nach Hohenlohe, aufs Hohenloher Wollfest gehe. Und ich hatte mir zum Geburtstag von meiner Familie Geld gewünscht, was ich bei diesen 2 Gelegenheiten dann ausgeben wollte. Hab aber dann schon letzten Monat, ich glaube, ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, mich entschieden, dass ich nicht nach Hohenlohe fahre, nach Blaufelden zum Hohenloher Wollfest. Einfach, weil mir da auf diesem Wollfest die Preise zu teuer sind und dass mir ein so ein Event mit vielen Menschen im Monat dann auch wirklich reicht.
Und somit konnte ich also mein ganzes Geburtstagsgeld, und ich sage euch jetzt nicht, wie viel es war, aber es war einiges. Und ihr werdet auch sehen an dem, was ich gekauft habe, dass ich da einiges Geld gelassen habe, konnte ich alles in Karlsruhe auf der Nadelwelt ausgeben. Aber ich bin ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe tatsächlich noch ein kleines bisschen Geld wieder mit heimgebracht. Ich habe nicht mein ganzes Geld dort ausgegeben. Bitte, ne? Ich bin vernünftig geblieben. Ich hatte ja vor, mir Stickbilder zu kaufen. Ja, genau. Also das Geld habe ich im Nachhinein dann ausgegeben und sogar noch ein bisschen mehr. Aber ich bin erstmal mit Geld wieder heimgekommen. So. Ich hatte ja vor, mir Stickbilder zu kaufen, weil ich da im letzten Jahr bei der Nadelwelt einen Stand gesehen habe. Der Stand war dieses Jahr auch da. Ich wurde da aber nicht fündig. Das, was mir gefallen hätte, fand ich überteuert. Das hätte fast 50 Euro gekostet, das Stickbild, und war nicht, naja, das hätte mir schon gefallen, aber es war nicht das, was ich gewollt hätte. Ja, und die günstigeren, die haben mir, das hat mir alles nicht gefallen. Nein. Nee, wollte ich nicht. Was ich aber gekauft habe am Stickstand, war drei verschiedene Stoffe zum Draufsticken. Es ist einmal so ein fast weißer, also so ein bisschen Wollweiß ist es. Dann so ein beigefarbener, kommt hier in der Kamera nicht raus. Und einmal in etwas feiner und in Grau. Da habe ich jeweils nur so 30 cm. Ja, das ist für eigene, selbst ausgedachte Stickprojekte. Mal gucken, wann ich dazu komme, darauf was zu machen. Aber das kommt jetzt einfach in den Schrank und dann habe ich da mal was da, wenn ich eine Idee habe, ne? Was ja bei mir schon mal vorkommt. Dann haben wir, genau, ich habe ja im letzte Folge schon gesagt, dass ich also meine Tochter zieht ja im Juni aus und sie hat sich für ihre neue Wohnung einen Quilt für die Couch bei mir bestellt, einen Kuschelquilt. Der wird aus regenbogenfarbigen Stoffen mit Grau. Und wir haben die grauen Stoffe gekauft. Und zwar für die Zwischenstreifen in den, die Blöcke habe ich euch letztes Mal gezeigt. Die Zeitschrift liegt jetzt da drüben, komme ich jetzt nicht dran. Ich zeige euch dann, wenn ich die ersten Blöcke habe, was für Blöcke das sind. Sonst guckt einfach in die letzte Folge doch rein. Ich habe ein paar graue, verschieden gemusterte, hellgraue Stoffe gekauft für in den Blöcken. Dann, und das hat Erika selber gekauft und ausgesucht, einen etwas dunkleren grauen Stoff mit Blümchen für das sogenannte Sashing und das Binding. Also es ist ja so, dass ich aufgrund dessen, dass ich nur eine normale Haushaltsnähmaschine habe und keine Longarm-Maschine habe, kann ich halt keinen Quilt, keine große Decke im Ganzen quilten, sondern ich muss das in einzelnen Blöcken, also so bis 1,20 mal 1,20 kriege ich mit meiner Maschine gut hin. Alles, was größer ist, muss ich in kleinere Portionen machen. So, und diese fertig gequilteten kleineren Blöcke, die werden mit Hilfe von dem sogenannten Sashing-Streifen zusammengesetzt zu einer großen Decke. Und dafür nehmen wir dieses schöne Grau mit den Blümchen. Da hat sie mich ein bisschen überrascht, dass sie sich diesen Blümchenstoff ausgesucht hat. Aber okay, gut. Die Hormone. Was eine Tussi draus, oh mein Gott. Ja. So, was ich noch an Stoff, aber den habe ich für mich gekauft. Ich liebe Punktestoffe. Und ich habe vor, irgendwann mal werde ich für mich einen Quilt nähen, nur aus Punktestoffen. Guck mal, ist das schön. Also das sind eigentlich sogar so kleine Mini-Blümchen. Das sind keine einfachen Punkte, sind wie, guck, ah, da seht ihr schön, Mini-Blümchen. Ist schön. Ist nur ein relativ kleines Stück. Guckt, ist nur so ein Streifen. Aber wenn man Patchwork macht, kann man dann eine Menge draus machen aus so einem Streifchen, ne? Ja. Die habe ich gewaschen, die habe ich noch nicht gebügelt, diese kleineren Stücke. Das große Stück habe ich auch gewaschen. So, was ich noch gekauft habe, ich hoffe, ihr seht, es knistert ein bisschen. Auch das wird in diesem Quilt verarbeitet. Eine Jelly Roll. Das sind 44 Streifen,
Nein, Moment, es sind 40 Streifen, die sind 2,5 x 44 Inch lang. Also da kann man auch eine Menge mitmachen, aber ich sage euch, dieses Päckchen hat fast 50 € gekostet. Jelly Roads sind teuer. Aber es ist ein Traum. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Geld hatte, dass ich mir das kaufen konnte. Und es wird eben in diesem Quilt für meine Tochter verarbeitet. Und da freue ich mich drauf. Dann habe ich mir Spinnfaser Ja. gekauft. Genau, ich habe Spinnfasern gekauft. Und zwar Coburger Fuchs. Habe ich mir 400 Gramm geholt. Guckt euch das mal an. Es ist. Coburger Fuchs ist ja so eine Rasse, die haben weiße Wolle mit so ein bisschen rötlichem Schimmer. Und deshalb ist auch dieses Garn, dieses, es ist nicht weiß. Es kommt jetzt in der Kamera weiß rüber, aber es ist cremefarben. Und das habe ich, das ist das Einzige, was ich gesponnen habe seit dem letzten Mal. Ich habe das ein bisschen angesponnen. Ja, es hat so ein bisschen Halo. Bisschen. Ja, also ich fürchte mal, das wird nicht super weich. Ich plane mir daraus eine Jacke zu stricken. Ob ich es färbe, wenn, dann werde ich es wohl erst vermutlich erst färben, wenn es fertig gesponnen ist, das fertige Garn. Vielleicht werde ich aber auch einen Teil der Spinnfasern färben, einfach um das auszuprobieren. Das Problem ist, dass wenn man ist ein schöner Kammzug, der sich wunderbar spinnen lässt. Und das Problem ist halt, wenn ich diesen Kammzug färbe, es wird sich fast nicht vermeiden lassen, dass der leicht anfilzt. Und dann wird das Spinnen wieder schwieriger. Insofern neige ich wirklich dazu, das wirklich in diesem Zustand, in dem weißen Zustand zu spinnen und mir dann erst und es dann erst zu färben. Ja, und natürlich habe ich, also das waren die Spinnfasern, und natürlich, logischerweise, habe ich auch, wo ich ja Geld zur Verfügung hatte, ich habe mir Wolle gekauft auf der Nadelwelt. Und zwar besondere Wolle. Nicht irgendwie ein Knäuel-Sockenwolle, sondern ich habe mir besondere Wolle gekauft. Und guckt euch das mal an. Also das sieht jetzt sehr blau aus. Es ist ein Petrol. Es ist Petrol und es ist eher grünlich. Also es ist wirklich da so, so jetzt. Ha, nee, auch nicht richtig. Nee. Also die Farbe kriegt die Kamera nicht angefangen. Das sieht jetzt sehr blaulastig Petrol aus. Es ist aber grün. Es ist eindeutig ein petroliges Grün, will ich es mal nennen. Und es ist Vlies von, die Wolle heißt Vlies, Blueface Leicester von der West Yorkshire Spinnerei. West Yorkshire Spinners. Ist ein Decay Garn mit 225 Metern auf 100 Gramm. Und was wird da draus? Ich werde mir einen Kaul da draus stricken. Und zwar in Colorwork. Ich hatte das in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet und dann bekam ich den Hinweis, also das Foto wurde dann mir zurückgepostet in Schwarz-Weiß von der lieben Caro mit dem Hinweis, dass der Kontrast nicht gut genug, nicht, da wäre kein Kontrast für Colorwork. Ja, auf dem Schwarz-Weiß-Foto war da absolut gar kein Kontrast zu sehen. Das sah wie drei gleiche Farben aus. Aber zum Glück gucken wir Menschen ja nicht in Schwarz-Weiß, wir gucken ja in Farbe. Und ich finde, dass das schon eindeutig unterschiedliche Farben sind. Und von daher werde ich daraus wie geplant einen Colorwork-Kaul stricken für mich selber. Und wenn den dann jemand in Schwarz-Weiß anguckt und da ist dann kein Colorwork zu sehen, dann ist es halt nur ein einfarbig grauer Kaul. Aber ich weiß, dass ich Colorwork gestrickt habe. Muster weiß ich noch nicht. Ich werde diese Wolle erstmal streicheln, weil sie ist sehr schön weich. Blueface Leicester, DK. Das habe ich mir gegönnt. Bin ich sehr happy drüber.
Ja, dann kam Ostern und ich habe mir zu Ostern, anstatt einem Schoko-Osterhasen, habe ich mir ein Knäuel Wolle gekauft beim Real. Und es ist von Schachenmeier. Ihr wisst, ich liebe Schachenmeier. Vierfädig Color. Und guckt euch das mal an. Das ist doch schön. Guck mal, und das gibt. Ja, natürlich, ich denke mal, nur wenn man die richtige Maschenzahl und ja und Strickfestigkeit hinkriegt, dann gibt es diese Punkte. Ansonsten wird es wahrscheinlich eher irgendwie so Striche geben, ist egal. Es wird trotzdem schön. Und zwar ist so ein ganz, ganz dunkles Blau mit Bunt. Also ich habe eher so ein flauschiges Osterhäschen, kein Schokoladen-Osterhäschen, sondern ein flauschiges Osterhäschen bekommen. Dann war das Wolltaxi nochmal bei mir. Das war ein kleines Versehen, dass das nochmal bei mir gelandet ist. Und das Witzige ist, als es letzten Monat schon mal bei mir war, war da ein Knäuel Wolle drin, was mich angelacht hat. Aber da ich mir schon zwei andere ausgesucht habe, wollte ich nicht unverschämt sein und habe das drin gelassen. Aber als es wieder kam, habe ich gesagt, dann ist das jetzt meins. Und guckt mal da. Das ist so lila mit bunt. Und das ist eine Online-Sockenwolle. Online-Supersocke, Mouliné Color. Ja, ihr könnt es eh nicht lesen, ne? Also, es ist Sockenwolle. Es scheint eine sehr dünne zu sein. Die hat auch, glaube ich, wo steht es denn? Irgendwo stand es. Na, komm mal her. Ja, die hat 420 Meter auf 100 Gramm. Also 20 Meter mehr als normale Sockenwolle. Sie ist schon recht dünn. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Das wird sehr lecker. Wenn ihr es jetzt gerade ruscheln hört im Hintergrund, das ist mein Mann, der fängt an zu kochen. Was habe ich bekommen? Und zwar, wir haben ja das Osterwichteln gemacht. Und ich habe von der lieben Andrea ein Päckchen bekommen. Sie war meine Wichtelmama. Und was habe ich bekommen? Zuallererst mal diese traumhaften Socken. Guckt euch die an. Sind die nicht wunderschön? Ich weiß nicht, was für ein Muster es ist, aber es ist auch so ein bisschen so schräg und sind verschiedene Muster. Ich finde es total toll. Auch eine verstärkte Ferse und Bandspitze. Wunderschön, sie passen super gut. Und ja, ein Träumchen. Dann habe ich von ihr bekommen eine Projekttasche in Gelb und Schwarz. Ist die nicht toll? Und es steht drauf: A lady never discusses the size of her yarn stash. Also eine Dame spricht nicht über die Größe von ihrem Garnvorrat. Finde ich sehr gut. Schön mit Gelb innen gefüttert. Wunderschön. Ich finde es super mit einem ganz tollen Taschenbaum da dran. Ja. Die Schokolade, die noch mit drin war, habe ich natürlich schon gegessen. Das ist so. Aber es war noch was Tolles drin und da habe ich mich so gefreut. Es war eine Tasse drin und Kasse bekommen noch. Guckt mal hier, eine schöne Punktetasse mit Herzchen und einem S drauf. Ist die nicht süß? Wunderschön. Ja. Ganz, ganz toll geworden. Ganz tolle Tasse. Ich freue mich sehr. Liebe Andrea, herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank. Ich habe mich super, super, super gefreut. Ja, also das Wichteln, es sind so schön in der Gruppe, wurde es ja alles gepostet, es sind so liebevolle Päckchen an Ostern verschickt worden. Da ist so viel Liebe verschickt worden. Und es waren also überall wirklich nicht nur die Socken drin, sondern es war einfach, ja, es waren Päckchen voller Liebe. Und selbstverständlich wird es wieder ein Nikolauswichteln geben und da freue ich mich drauf. Ja, wir sind am Ende. Ich habe jetzt auch nur noch 4 Minuten, nein, noch 2 Minuten. Deshalb muss ich jetzt schnell zum Ende kommen. Gerne Däumchen, gerne Kommentare, gerne weitere Abonnenten. Das war jetzt eine sehr lange Folge und ich freue mich da sehr drüber. Das hat Spaß gemacht heute und
Ja, mal gucken, wann wir uns wiedersehen. Ihr wisst, es hängt bei mir immer davon ab, wann ich Zeit habe, wann ich Lust habe. Also vielleicht jetzt nicht nochmal im April, vielleicht sehen wir uns erst im Mai wieder. Ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Seid kreativ, bleibt gesund, werdet gesund, habt Spaß, habt Lebensfreude und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Ach ja, ganz kurz. Natürlich, ich füge noch das Päckchen ein. Hier kommt noch das Video, wo ihr seht, was ich verschickt habe an die liebe Jenny. Die hat ja auch ein Päckchen von mir bekommen. Und das seht ihr jetzt noch am Ende. Und die erleuchtete Steffi. Macht's gut. Ciao. Ja, also das sind die Osterwichtelsocken. Die sind gestrickt aus einem selbstgefärbten Sockblank von mir. Nach dem Muster Fairy Maiden von Olivia Villarreal verlinke ich euch unten in den Shownotes wie immer. Ja, sie sind, weil es natürlich ein Sockblank war, was im Farbverlauf gefärbt war, ein bisschen unterschiedlich geworden. Aber ich denke, man sieht, dass sie zusammengehören. Es ist also ein ganz wunderschönes Muster mit so ein bisschen Verzopfung. Ja, wunderschön, lässt sich super gut stricken. Bündchen, das waren zwei rechts verschränkt, zwei links. Eine Bumerangferse. Ja, die liebe Jenny, für die das Paket ist, die wollte nämlich keine Käppchen- oder Herzchenferse. Dann musste ich also zwangsläufig mal wieder eine Bumerangferse stricken, aber ist mir ganz gut gelungen. Ja, und wie immer eine Bandspitze. Dazu gibt es natürlich ein hübsches Kärtchen. Das war mal so ein Kalender irgendwann von einer Apotheke mit einem Progress Keeper und zwei Maschenmarkierern dran. Dann gibt es dazu einen japanischen Knotenbeutel aus diesem wunderschönen Stoff mit den strickenden Hühnern. Innen einfach ein beigefarbener Stoff. Dazu eine Nadelgarage, ebenfalls mit strickendem Huhn. Und ich habe jeweils kombiniert mit diesem anderen Stoff. Das waren Stoffe von Boutinette. Ja. Dazu natürlich eine kleine Süßigkeit. Lecker, lecker. Und das habt ihr schon gesehen im letzten Video, das Osterhäschen. Sieht mit dieser Nase ein bisschen wie ein Schweinchen aus, aber es ist ein Häschen, wie man an den Ohren und am Puschelschwänzchen sieht. Das kommt als Osterdeko dazu. Ja, liebe Jenny, ich hoffe, das Paket gefällt dir. Schaut euch mal an, was hier noch eingezogen ist, nämlich ein ganzer Karton voll Stoffe von der lieben Kirsten aus unserer WhatsApp-Gruppe. Und ich sage euch, das hier ist das kleinste Stück, was dabei ist. Da sind also teilweise richtig große Stücke dabei. Und ich blätter nur mal so ein bisschen durch. Guckt euch das mal an, was für schöne Stoffe. Ein ganzer Karton voll. Guckt mal da mit den schönen Sternen. Das ist echt der Hammer. Und richtig große Teile. Und guckt mal, das hier, das ist ein richtig großes Stoffstück. Und liebe Kirsten, ich kann dir jetzt schon sagen, da wird eine Hose für mich draus. Das wird eine Sommerhose für mich. Da freue ich mich schon drauf. Weil ich hoffe, dass ich bald dazu komme, damit das zu vernähen. Aber ist das nicht toll? Ich habe mich so gefreut. Sie fragte, ob ich hätte Stoffstücke, Stoffreste, ob ich die nicht haben will. Boah, und wo dann der Karton kam, ich bin ja bald umgefallen. Guck doch mal, wie schön. So tolle Stoffe. Mit Elefanten. Och, der ist auch toll. Ach, herrlich. Ich bin ganz begeistert. Das ist so ein schöner Glitzerstoff. Es glitzert. Toll. Was ich da draus mache, weiß ich noch nicht. Also, es ist überwiegend Baumwollstoff. Bisschen Jersey ist auch dabei, aber ganz wenig. Ja, das wird richtig toll. Also, liebe Kirsten, herzlichen Dank. Du hast mich sehr, sehr glücklich gemacht damit. Leute, ich glaube, ich bin erleuchtet. Ich strahle, ich leuchte.
Aber so wird das natürlich nichts mit dem Aufnehmen. Da muss ich mir jetzt gerade mal schnell was anderes überlegen.